Hallo und herzlich willkommen zum vierten und letzten Boss des Raids Operation Dunkle Stunden in The Division 2. Ich präsentiere euch hier meinen Guide und meine Tipps und Tricks zum letzten Bosskampf gegen Razorback. Kleiner Disclaimer vorneweg, dieser Guide funktioniert sowohl für den PC als auch für die Konsolen. Also lasst uns den Bossfight angehen, den Raid endlich abschließen und am Ende aus der Kiste hoffentlich noch das exotische Sturmgewehr ziehen. Ihr habt jetzt endlich Boomer, Weasel und Buddy und Lucy platt gemacht. Und jetzt steht ihr vor der absolut größten Herausforderung des gesamten Raids. Denn verglichen mit dem Bossfight wirkt alles, was ihr bis dahin gespielt habt, eigentlich wie Kindergeburtstag. Denn der letzte Boss hat es wirklich in sich. Hier trennt sich absolut die Spreu vom Weizen und euer Build wird aufs Härteste getestet. Habt ihr genug Leben und genug Rüstung, um den ganzen Mobs und den Angriffen des Bosses standhalten zu können? Macht ihr auch genug Schaden, um den Boss auch in einer vernünftigen Zeit legen zu können? All das wird hier getestet und ihr werdet mit Sicherheit, wenn ihr nicht optimiert seid, an eure Grenzen kommen. Auch die Koordination des Teams wird hier nochmal auf eine harte Probe gestellt. Callouts sind hier, wie in allen Encountern zuvor auch schon, aber besonders hier absolut wichtig und unabdingbar. Ihr müsst alles callen, wenn ihr Hilfe braucht, wenn bestimmte Events getriggert werden, all das muss eurem Team mitgeteilt werden, denn ihr könnt hier in der Regel nicht alleine die Encounter bestreiten, sondern ihr braucht Hilfe von euren Teammates. Also ich kann es nicht oft genug betonen, callt wirklich alles. Und gerade bei diesem Encounter müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr einen soliden Build fahrt. Also was ich euch empfehlen würde, wäre ein Sturmgewehr-Damage-Build mit möglichst viel Leben und möglichst viel Rüstung. Oder ein LMG-Build, bei dem ihr mit süße Träume arbeitet, um euch regelmäßig eure Munition wieder zurück ins Magazin holen zu können. Oder vielleicht auch ein Doppel-LMG-Build, bei dem ihr mit eurer abgesägten Schrotflinte und dem Talent auf den Knieschonern nachladet und somit die Nachladeanimation des LMGs umgeht. Ein Sniper-Build ist auch ratsam, zumindest wenn ihr gut überlebt und eure Schüsse trefft. Ein LMG-Sturmgewehr- oder MP-Build mit gekoppelt und strapaziert funktioniert auch wunderbar. Wichtig ist viel Schaden und dass ihr überlebt. Also für mich ist eins der wichtigsten Talente, das ich auf meinem Build haben möchte, auf den Knieschonern die Geduld, dieser Schildkrötenpanzer. Denn wenn ihr in Deckung geht, regeneriert ihr damit nach 5 Sekunden eure Rüstung. Und davon könnt ihr definitiv nicht genug haben, da ihr wirklich andauernd Schaden bekommt und euch ständig heilen müsst. Also schaut, dass ihr möglichst viel Leben, möglichst viel Rüstung habt und möglichst viel Heilung reinbekommt. Mods auf den Chemwerfer, auch wunderbar, damit ihr deutlich schneller geheilt werdet. Wenn ihr ein bisschen mehr Fertigkeitenstärke habt, auch das hilft definitiv. Ganz kurz zu den Skills, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es ist eigentlich Pflicht, außer ihr spielt natürlich in einer sehr eingespielten Truppe. Aber für eine relativ normale Zusammenstellung oder Leute, die den Raid zum ersten Mal spielen, würde ich definitiv nichts anderes spielen, als den Chemwerfer zum Heilen und den Drohnenstock zum Wiederbeleben. Ein Tipp, den ich euch auch noch auf den Weg geben möchte, ist, sucht euch so oft wie möglich Deckung. Ich habe jetzt einigen Teams auf Twitch zugeschaut und ich sehe es ganz oft bei Teams, die die ganze Zeit failen, weil viele Leute sterben, dass alle durch die Gegend laufen und Ads auf offener Straße versuchen zu tanken. Das funktioniert nicht. Setzt euch hinter eine Barrikade, schießt aus dieser Barrikade hervor und wenn ihr Schaden bekommt, heilt euch gegen. Oder heilt euch einfach schon pro forma gegen, wenn ihr wisst, ihr schießt gleich auf einen Gegner, legt einen Chemwerfer neben euch und dann schießt erst auf den Ad. Kommen wir doch aber jetzt zum eigentlichen Encounter. In der Mitte der Arena steht Razorback. Um ihn herum haben wir vier Punkte, die ihr von den Masten ablesen könnt. Im Uhrzeigersinn links vorne angefangen ist die 1, links hinten ist die 2, rechts hinten ist die 3 und rechts vorne ist die 4. An diesen vier Punkten habt ihr einmal einen runden Kreis und in diesem runden Kreis steht ein Generator. Wenn ihr euch in den runden Kreis stellt, lädt der Generator auf. Zum anderen gibt es in jeder Ecke der Arena ein Flakgeschütz. Das Team unterteilt ihr in vier Zweierteams. Ihr braucht in jeder Gruppe einen, der sich in den Kreis stellt und den Generator auflädt, während er Ads cleart, und einen zweiten Spieler, der ordentlich Schaden raushaut und auch noch weitere Ads clearen kann. Sobald ihr die Teams aufgeteilt habt, springt noch nicht runter, sondern cleart die Ads von oben aus der Wartehalle.
Wenn dann alle Ads down sind, laufen die vier Teams in ihre jeweilige Ecke und machen sich schon bereit, um in den Kreis zu gehen. Das muss alles relativ schnell gehen und auf jeden Fall zeitgleich passieren. Denn die Generatoren in den Kreisen laden sich auf und sollten an allen vier Punkten zur selben Zeit die 100% erreichen. Sobald auf allen vier Punkten der Generator komplett aufgeladen ist, öffnet Razorback seine Seitenluken und Teil 1 der Damage-Phase beginnt. Jetzt öffnen sich sowohl vorne als auch hinten jeweils eine Klappe und ein Lüftungsschacht, der noch von einem Gitter verschlossen ist, erscheint. Dieses Gitter könnt ihr entweder mit euren Waffen runterschießen, oder aber deutlich schneller geht es, wenn ihr einen Armbrustbolzen der Überlebensexperten-Spezialisierung draufschießt. Sobald das Gitter offen ist, müsst ihr noch eine Granate hineinschmeißen oder mit dem Granatwerfer des Zerstörungsexperten draufschießen. Wenn das erfolgreich erledigt ist, leuchtet der Schacht grün. Damit das Ganze aber auch nicht zu simpel wird, fliegen aus den geöffneten Klappen des Razorbacks auch noch ein Haufen Drohnen raus. Und hier komme ich nochmal an den Punkt, an dem ich euch wirklich darauf hinweisen möchte, dass ihr zu jeder Zeit in Deckung seid. Also geht an eine Barrikade, lehnt euch daran an, versteckt euch dahinter, legt euch einen Heal vom Camwerfer und dann schießt ihr auf das Gitter oder auf die Drohnen. Wir machen es eigentlich immer so, dass sich an jedem Punkt einer um die Drohnen primär kümmert, der andere ausschließlich um das Lüftungsgitter und wenn der, der Drohnen macht, gerade ein bisschen Luft hat, schießt er mit aufs Gitter. Und sobald vorne und hinten jeweils die Granate drin ist und explodiert ist, beginnt die zweite Damage-Phase am Razorback. Jetzt verschwindet auch das Licht am Generator, das heißt, alle, die in den Kreisen standen, können diese jetzt verlassen und sich eine neue Position suchen. Auch hier geht wieder in Deckung, setzt euch einen Heal und dann müsst ihr Schwachpunkte zerstören. Der Razorback hat vorne zwei Schwachpunkte, einen links, einen rechts und hinten zwei Schwachpunkte, einen links und einen rechts. Wir haben das Ganze immer so gespielt, dass wir zuerst die vorderen zwei Schwachpunkte an den Auslegern zerstören. Dazu kommen praktisch die vier Spieler, die auf den hinteren Punkten, also 2 und 3 stehen, allesamt nach vorne, kümmern sich ausschließlich um die Drohnen, die herumfliegen und um mögliche Ads. Und die vier Spieler, die vorne sind, kümmern sich ausschließlich um den Schaden auf den Razorback bzw. die Schwachpunkte. Wirklich am geschicktesten wäre es, wenn von den vier Spielern, die von hinten nach vorne gelaufen kommen, sich jeder einen Partner vorne sucht, zu dem hinläuft, neben ihm einen Heal auf den Boden wirft und sich dann um die Drohnen kümmert. So heilt ihr gleichzeitig den Spieler von vorne und der kann einfach durchschießen und die Schwachpunkte zerstören, während ihr dann die Drohnen zerstört. Wenn ihr wirklich viel Schaden auf die Schwachpunkte macht, dann könnt ihr die Schwachpunkte innerhalb eines Schadenscycles komplett zerstören. Wir haben bisher immer in der Regel zwei Cycles dafür gebraucht. Das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt wieder ein Fliegeralarm und ihr werdet von Razorback mit Mörsern beschossen. Also nehmt die Beine in die Hand und lauft weg. Lasst euch nicht davon treffen, denn die zerstören euch. Wenn die Schadensphase praktisch vorbei ist und ihr mit den Mörsern beschossen wurdet, dann heißt es für jeden wieder ab in seine Ecke, denn in einer der vier Ecken erscheint ein Tank, also die dicken gepanzerten Gegner der Black Tusk. Der läuft einfach schnurstracks auf die Konsole des Flakgeschützes zu, steht dann ein paar Sekunden davor, es ertönt wieder ein Fliegeralarm und wenn ihr ihn nicht schnell genug downschießt, immer auf den Kopf, Helm runterschießen und dann niederstrecken, dann haut er mit der Faust auf die Konsole, startet das Geschütz und die niederprasselnden Raketen werden euch komplett wipen. Es ist also super wichtig, dass jeder auf seine Ecke achtet und schaut, ob der Dicke bei ihm erscheint und wenn er ihn sieht, so früh wie möglich ansagt, dass er kommt. Denn in der Regel reichen zwei Leute nicht, um den Dicken down zu schießen. Das heißt, ihr braucht Hilfe von euren umliegenden Punkten. Wenn jetzt der Dicke auf der 4 kommt, dann sollte möglichst einer von der 3 helfen und einer von der 1. Plus natürlich die zwei, die sowieso an der 4 stehen. Und sobald der Dicke am Boden liegt, ist ganz wichtig, dass ihr so schnell wie möglich wieder in den Kreis geht, denn egal wie schnell oder langsam ihr seid, der Dicke erscheint nach 90 Sekunden wieder an einem der vier Punkte und startet die nächste Wipe-Mechanik. Wenn alles glatt läuft, dann solltet ihr für eine Schadensphase ca. 60 bis 65 Sekunden brauchen. Das heißt, ihr habt definitiv nicht länger als 10 Sekunden Zeit, nachdem der Dicke gestorben ist, euch wieder in die Kreise zu stellen und die Generatoren aufzuladen. Wenn das nicht schnell genug passiert, dann braucht ihr zu lange für eure Schadensphase und wenn ihr Pech habt, schießt ihr gerade auf Razorback, macht Schaden am Boss und gleichzeitig ertönt der Alarm, weil der Dicke an einer der Konsolen steht. Und dann dürfte es für die meisten Teams ziemlich schwierig werden, die Wipe-Mechanik noch rechtzeitig zu unterbinden.
Wenn ihr jetzt aber praktisch in der zweiten Schadensphase die Ausleger oder die Crit-Punkte zerstört, dann beginnt direkt die dritte Schadensphase. Dann erscheint ein weiterer Crit-Punkt in der Mitte des Auslegers des Razorback. Auf den gilt es dann Schaden zu machen. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr Razorback tatsächlich auch Lebensenergie abzieht. Mehr als ein Viertel der Gesamtenergie ist pro Schadensphase aber nicht möglich. Sobald die dritte Schadensphase vorbei ist, kommen auch wieder die Mörser, ihr müsst in eure Ecken laufen, müsst den Dicken runterschießen und wieder in den Kreis. Genauso wie davor auch, falls ihr die Ausleger nicht komplett zerstört in der zweiten Schadensphase. Und letzten Endes wiederholt ihr das Ganze so lange, bis Razorback nur noch die Hälfte der Energie habt, sprich zwei komplette Schadensphasen auf der vorderen Seite. Dann kommt eine kleine Änderung dazu, denn sobald Razorback nur noch die Hälfte der Energie hat, kommt nicht nur ein Dicker an die Konsolen gerannt, sondern zwei Dicke. Das heißt, ihr müsst ab jetzt immer zwei Punkte verteidigen. Und jetzt spielt ihr das ganze Spielchen genauso weiter wie davor auch, also die zwei Dicken sterben. Ihr geht in eure Kreise, ladet die Generatoren auf, schießt die Drohnen weg, schießt den Lüftungsschacht auf, werft die Granate rein und sobald der Ausleger ausfährt, geht das vordere Team jetzt nach hinten, supportet hinten, schießt hinten auf die Ads und die Drohnen und das hintere Team kümmert sich um seine Crit-Punkte und um seine Schadensphase. Also sprich, alles was ihr bisher gemacht habt, findet jetzt einfach nur spiegelverkehrt hinten bei der 2 und der 3 statt. Und sobald ihr dort eure zwei Schadensphasen durch habt, hat Razorback praktisch kein Leben mehr. Jetzt startet er noch ein letztes Mal die Wipe-Mechanik. Diesmal kommen keine Dicken, sondern die Konsolen fangen in unterschiedlicher Reihenfolge an zu blinken und der Fliegeralarm ertönt. Das heißt, jedes Team rennt in seine Ecke und ihr wartet darauf, welche Konsole zuerst anfängt zu blinken. Das muss unbedingt gecallt werden und es muss wieder geholfen werden. Das heißt, ihr steht auf gar keinen Fall einfach nur in eurer Ecke und wartet, bis eure Konsole blinkt, sondern wenn zum Beispiel an der 3 der Fliegeralarm ertönt, dann helfen die Leute von der 2 und von der 4 aus. Schießt also einfach auf die Konsole, bis diese kaputt ist. Und so kümmert ihr euch der Reihe nach um alle 4 Konsolen und damit wäre der Raid erfolgreich abgeschlossen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, schon mal herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, das war jetzt extrem viel und es ist sehr, sehr viel, was koordiniert werden muss, sehr, sehr viel, was gelernt werden muss und man hat ja auch noch zwischendurch einen Haufen Ads, die auch definitiv sehr viel tanken können, goldene Hunde, die einen One-Shotten können, Munition, die man sich ständig neu besorgen muss. Also es gibt wirklich viel, auf das man achten muss, aber ich möchte es noch einmal betonen, das Allerwichtigste ist, dass ihr alles callt. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Wenn neue Ads spawnen, sagt Bescheid. Wenn der Dicke erscheint, sagt Bescheid. Wenn die Mörser abgeschossen werden vom Razorback, sagt Bescheid, damit alle laufen können. Wenn ihr Munition holen geht, sagt Bescheid, damit die anderen vielleicht auch dran denken, noch Munition holen zu gehen. All das muss unbedingt gecallt werden. Ein Tipp habe ich auch noch für euch, wenn ihr euch schwer tut mit Ads clearen oder wenn irgendwie ein paar Leute down sind, dann geht nicht sofort wieder in die Kreise, dann macht langsam, chillt eine Runde, schaut, dass ihr alle Ads cleart, schaut, dass jeder Munition geholt habt, schaut, dass keiner mehr am Boden liegt, sondern alle gehoben werden, die irgendwie down sind, wartet einen 90 Sekunden Cycle ab, tötet den nächsten Dicken und dann geht gemütlich, aber schnell natürlich, in die Kreise und startet die nächste Damage Phase. Das verlängert euren Raid und das ganze Encounter natürlich um weitere 90 Sekunden, aber es macht es zumindest etwas entspannter und etwas sicherer und etwas ruhiger, denn nichts ist schlimmer als drei Viertel der Energie runter zu haben vom Razorback und dann wiped ihr, weil ihr euch zu sehr beeilt habt, in die Kreise zu kommen und irgendwie noch viel zu viele Ads da waren und keiner mehr klarkommt. Insofern lasst euch lieber ein bisschen mehr Zeit und cleart den Boss dafür in weniger Tries, als wenn ihr euch jedes Mal irgendwie versucht, einen abzubrechen und dann scheitert, weil ihr nicht mehr klarkommt. Und dann heißt es eigentlich nur noch üben, 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 schauen, wo die Ads spawnen, schauen, dass ihr das Timing geregelt bekommt und dann wird es früher oder später definitiv hinhauen. Von meiner Seite war es das jetzt eigentlich. Ich lasse euch, wie bei den vorherigen Videos auch, noch unser Encounter inklusive Voice hier im Anschluss laufen, so dass ihr euch mal anschauen könnt, wie unsere Kommunikation war, wie wir uns aufgeteilt haben, wie wir gecallt haben, wann wir Pausen gemacht haben, wann wir uns beeilt haben. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, das Ganze vielleicht auf eure Gruppe zu übertragen. Wenn ja und wenn euch auch dieser Guide hier weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und auch natürlich über ein Abo hier auf dem Kanal. Gerade wenn ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen wollt, dann aktiviert vor allem die Glocke, denn so werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade.
Ansonsten streame ich den Raid auch regelmäßig drüben auf Twitch. Das heißt, wenn ihr mal zuschauen wollt oder auch in den nächsten paar Wochen vielleicht mal mitlaufen wollt, wenn ihr auf dem PC spielt, dann schaut dort gerne vorbei, sagt Hallo und sagt auch gerne Bescheid, wenn ihr mal mitlaufen wollen würdet. Und ansonsten sage ich noch vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf geht's. Soll ich bereit machen zum Reingehen? 3, 2, 1 und rein bitte. Bei uns aus der Tür, Basti. Oh Gott. 4 oder 1 auch zuerst. Okay, dann macht die 1 auf zuerst. Jojo, wir haben ein bisschen hier Ads. Also wenn ihr könnt, macht das. Ja, nee, ist ja kein Problem. Ist ja nicht nur, dass wir zusammen mit dem Pfeilen draufschießen. Darum geht's. Ja, ja. Nee, alles gut. Was ist offen? Ich hätte sowieso die Pfeile aufgehoben für die späteren Phasen eigentlich, aber egal. Granate hinten bitte. Vorne ist drin. Vorne ist drin, ja. Alle nach vorne. Laufen. Laufen. Verhalten sind wieder so viele Ads, ey. Machen entspannt, wir machen entspannt. Okay. Und Drohnen fliegen auch nur rum. 4. Oh. Alles gut, ich hab den Ad hier. Ist down. Ja, Finger ist down. Seid ihr alle ready? Ja. 3, 2, 1, go. Lol, K24. So viel Energy wirst du nicht brauchen. Diesmal liegt er. Ich hoffe es. Ich mache auf von der 4. Ja, also der Fehler passiert uns nicht zweimal, würde ich sagen. Ne? Nee, das war eben aber auf. Auf. Granate fliegt. Granate liegt vorne drin. Endlich drin. Oh, ich bin fast down. Alle vor. Vorne ja. Nach hinten. Passt schon, Drohnenstock holt mich. Linke Seite ist kaputt. Rechte okay, Seite auch gleich. Glaub ich, geh auch down. Ist halt. Nee, mach ich dort hinten. Okay, Damage Phase. Und laufen. Laufen. RIP. Gehen wir auf Station Muni holen. Na, ich muss auch Muni holen. Schießen jetzt nicht. Die machen mich jetzt. Dicker, wo? 1, 1, 1. 1. Alle ready danach? Ja, 1, ja. Zwei auch. Okay, 3, 2, 1 und drauf. Mitte. Gelb. Und 2. 1 kann mit dem Pfeil öffnen. Spar dir den Pfeil für die späteren. Oder hast du? Wir schießen ihn so auf. Ein Pfeil habe ich noch, ja. Ja, dann lass aufschießen, vorne. Oben einer drauf, Vorsicht. Vom Balkon. Ja. Mach du den auf dem Balkon, wir schießen auf. Okay. Granate ist drin. Ah, der hat sich verpieselt. Offen. Granate fliegt. Okay, wir können vorkommen. Viele Drohnen hier bei mir. Ja. Gelb auf dem Balkon. Mach ihn weg einfach. Laufen. Laufen. Ist weg. Sehr schön, Dicker kommt gleich. Dicker bei Dicker der 4. Bei der 4. Schaff mal gut, schaff mal gut. Ja. Okay. Dann nehme ich euch das Alter weg.
Wollt ihr dann gleich wieder drauf? Ja. Von mir aus kann man. Okay, 3, 2, 1 und alle drauf. Halt. Ja. Renn, beide revived. Ja, ist schon okay. Gut. Vor dir, ja. Bushi, direkt neben dir. Ja. Space Wolf hat keinen Bolz mehr. Ich mach jetzt auf. Okay. Mitte. Los. Vorne Mitte. Das schon. Geht auf. Schießen. Liegt. Aufschießen. Offen. Vorne ist offen. Wow, mich hat der... drin vorne. Vorne passt. Können vorkommen. Wir haben noch einen Ad hier direkt, einen dicken. Ja. Also einen Grenadier meine ich. Drohnen, jede Menge vorne. Linke Seite down. Rechte Seite gleich down. Jo, jetzt down. Rechten Schadensphase. Down. Nice, laufen. Ja, was kommt hier erst jetzt? Oh, jetzt kommt's. Warte noch ein bisschen. Dicker bei der 3. 1. Und 1. Auch, Digga. Ich geh bei der 3 helfen. Ja, ich versuch dir die Ads vom Land zu halten. Super down. Geh du bei der 1 helfen, Bushi. Dicker auf der 1 down. Wir chillen. Ja, ich hab nämlich noch Drohnen, die mich. Und keine Muni. Shit. Müsst dann aufheben. Vorsicht bei der 1, sind zwei Leute. Pizza. Ich helfe bei der 3 noch schnell ein bisschen mit, Bushi. Ja, ich mach noch ein bisschen bei der 1 hier. Ja. Ja, mach mal. Und? Und zwischen 2 und 3. Lül. Okay, Nummer Status-Update. Die 1 hat noch 2 Pfeile. Muni nicht vergessen, Jungs. Jetzt noch ein 3. 3? 4 auch. 4 hat 2 oder 3? Kommt bald. Vorsicht. 2 hat noch 3 Pfeile. Gut, dann können wir vorne jetzt komplett jede Phase aufschießen. 3 Pfeile sollen. Okay, 1 macht die erste. Gut. Okay. Macht einfach die ersten beiden. Okay. Guckt auf die Dicken. Dicker bei 4. Was du da? Ja, der Hammer. Wo noch, Dicker? Wo ist der zweite Dicke? 1. Ad hier. Ja, der hat mich. Bushi. Mhm. Du musst reingehen. Ja, Dicker, ich bin ready in 3, 2, 1, go. Auf den dritten. Okay, Bushi, wir können gleich wieder tauschen. Space, schießt du auf oder soll ich? Go. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay, mach ich. Wenn du leer bist, sag Bescheid, ich hab noch 3. Bei uns macht die 1, ne? Richtig? Ja, genau. Ja. Die ersten 2 Phasen macht die 1. Macht 3. Offen. Granate ist drin. Granate ist drin. Alle nach hinten. Na, haben wir noch gut erzählt, ne? Ja, machen wir. Manuel! Grüß Das ist schlimm. Ich hab für dich ein bisschen mit drauf geschossen. Laufen. Wo sind die Dicken? Scheiße. Dicker! Noch nicht. Du bist bei 2 und 4, oder? Nee, bis jetzt sind sie noch nicht da. 2 ist clean. Dicker an der 2. 1. Dicker an der 2. Ich schieß mir doch die 1. Alles gleich, mach den Ad hier. Ja. Eins down. 3, 2, 1 und alle rein. Ja. Irgendwo ein Hund zwischen 3 und 4. Hund.
Wo ist der Hund? Ah, da. Oh, lol. Hier, in einem kleinen Zelt. Ich hab ihn nicht gesehen, aber ich hab seinen Crit Point jetzt. 3 schießt wieder hinten auf. Vorne ist offen. Und die Granate ist drin. Vorne drin. Warte. Der schießt auch. Oh. Hinten ist auch drin. Wir können jetzt hinter. Gleich alle laufen. Jetzt. Die Dicken achten, Leute. Dicker. Nee. Normaler. Dicker 1. Dicker 2. Ich will bei der 1 helfen. Eins auch. Mach du die Erz, Bushi? Ja, mach ich. 2 down. 1 down. Okay, wir chillen. Hast du Revive? Ja, ich werd geholt. Bin gleich bei dir, Bushi. Danke. Hab ich. Ich hab noch einen Fall für hinten. Ich baller hier mit der Shotgun rum. Okay. Frisch getankt. Frisch geduscht. Let's go. 3, ihr habt doch Bonus. 3. Ja, ich mach den. Hinten Hund oder 3. Guck, komm. Liegt. Mitte. Alles nur roter. Dicken Ball wieder kommen, ne? Ja. Ich vermute 3 und 4. Du vermutest? Geiler Typ. Bei 3 ist er gar nicht so. Ja, wir haben auf 1 Abo eigentlich, also. 3. Wir haben Abo. Was ist das? Und 2. 3, 3 und 2. Ja. Season Pass für den Dicken. Bei der 2 aushelfen, Jungs. Bei der 2 aushelfen. 2 down. Auf der 2. 3, 2, 1 und go. Okay, jetzt macht der 4 auf. Genau, 4 macht jetzt auf. Bushi. Ja. Wie viel haben wir? Na, ein bisschen Zeit ist noch. Keine noch Muni holen. Hund, zwischen. Ach komm. 3. So, 90%. Ja, ich lade schon mal durch. Ja. Bin bereit. Offen. Ich mach. Gut, habt ihr schon. Gerade drin. Gut, wir können hinter. Oh, what hier ist the ein hell? Gelber Hund vor mir. Ja, ein gelber Hund. Krass, der hat mich weggesnappt. Mach ihn weg. Direkt. Lauf mal drauf. Wow. Das ist jetzt nicht gut hier. Hund ist down. Ja. Boah, okay. ich bin ganz down. Schmeiß ihn, ich hol dich. Passt auf die Dicken auf. Lass mich liegen im Zweifel und passt auf die Dicken auf. Jo, danke. Dicker 1. 2. Und Ed's wahrscheinlich noch. Jo, Bushi, wir müssen helfen. Ich bin danach bei müssen wir eine Ruhephase machen. Jo, danach chillen wir kurz. Jo, wir holen dich gleich. Okay, Dicker down. Down. Aber 3 ist ein Filet. Jo, wir kommen gleich vor. Okay, du hast Drohne. So, ihr habt euch schon wieder belebt hinten. Okay, gut. Bei der 3. Ich hab keinen Pfeil mehr für hinten. Ich hab noch hinten. Ich hab noch einen für uns. Jo.
Mehr brauchen wir nicht. Ich muss eine Granate werfen. Bei uns aus der Tür, Buschi. Wer will Tür, dann Granate rein. Ich mach vorne Granate. Wenn ich aufschieß. Kannst du direkt auch eine Granate reinwerfen. Ja, dann mach ich halt alles. Die Kinder sollten bald wieder kommen, Leute. Ja. Ich sag bei der 1. Hund an der 2, Hund an der 2. Lilana. Trotzdem ist es ein Hund. Ist ja wie Red Bars callen. Der war irgendwie gut. Bald kommen, Leute, guck mal. Dicker 1, Abo. Zwei. Und 2. Abo. Haben wir auch mal abonniert. Down. Eins down. Alle ready? 3, 2, 1 und go. Hund. Hund und 2. Und 2. Die habt ihr auch abgeholt. Red Bar und der 2. Goldener Hund down, ja, nice. Klar, sehr schön. Noch einen Schuss ab. Natürlich macht er das. 90%. Ja, bin bereit. Vorne aufschießen. Er ist auf. Okay, ist aktiviert. Gleich Drohnen machen, macht gleich Drohnen. Hinten ist auch drin. Na ja. Okay, alle nach hinten. Fokus noch. Lowrider, ich. Kritische Systeme ungeschützt. Damage-Phase, Jungs. Laufen gleich, wenn es down ist, und dann die Dicken. Ja, ab in die Ecken. Ab in die Ecken. Keine Dicken, aber wir haben die Ach, Pulte. Ja. Jeder in seine Ecke, aushelfen. Ich helfe bei der 3. Zwei. Das ist die 2. Die 3 hilft bei der 2, bitte. Ja. Eins, oder? Eins. Buschi, ich gehelfen. Ja, ich schieß bitte mit drauf. Okay, ich geh zu 1. Bei uns 4. Geh gleich zu 4. Brauch Hilfe bei der 2. 2 geht zu 4 durch. Also 3. Ich brauch Hilfe. Ja, bei der 4 müsst ihr helfen. Bei der 4 müsst ihr helfen, Jungs. Ja. Gut, haben wir. Ja, ist. Und ab zu 3. 3 Hilfe, ich bin alleine. Ja, wir kommen. Alles gut. 3 Leute da. Nice, jetzt das war's. Sauber, Leute. Ja. Jawohl. Das war verkackt. Oh. GG, Boys. Endlich. Waren aber keine 11 Stunden diesmal, ne? Nee, keine 11 Stunden. So, dann gehen wir jetzt erstmal Exo, ha? Oh, ich kann öffnen. Exo ziehen. Irgendeiner muss doch jedes Exo auf jeden Fall. Wer fängt an? Holy.